Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch und freue mich, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge OMSI 2. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind immer noch im British Content unterwegs. Wir wollen uns heute gleich zwei neue Sachen angucken, unter anderem die Karte Smarden Fiktional. Wir hatten sie ja vor einiger Zeit ja mal in den ÖPNV-News mal beschrieben gehabt. Das soll eine Challenge-Karte sein. Dementsprechend werden wir uns das Ganze hier heute dementsprechend mal anschauen. Und wir haben vor einiger Zeit mal bei einer Ausschreibung mitgemacht. Und was für eine Ausschreibung das ist, das wollen wir euch jetzt hier heute in der Folge zeigen. Dementsprechend fahren wir das Ganze hier mit dem V3D Enviro 200. Der ist absolut kostenlos, genauso wie die Karte. Also dementsprechend, wenn ihr das Ganze nachspielen möchtet, könnt ihr das gerne tun. Ich packe, wenn ich es nicht vergesse, alle Links unten in die Videobeschreibung mit rein. Dementsprechend könnt ihr euch das Ganze dann dort runterladen. So, wir starten Pitstock Road, fahren nach Bus Station und das ist eine echt heftige Karte, ich bin sie mal abgefahren. Der Entwickler schreibt sogar in den Readmes, dass man hier die Kollision abschalten sollte. Das erste Mal bin ich die Karte gefahren mit Kollision und ja, was soll ich sagen, das ist eine Challenge-Karte, was ja okay ist, ne? Finde ich mal schon ein bisschen herausfordernd, um mal zu gucken, ja, wie weit kommt man. Aber wenn es hier Objekte gibt, die ja so eine unsichtbare Wand in sich haben, macht es natürlich wenig Sinn, hier mit Kollision zu fahren. Da werden wir aber später nochmal ein bisschen zu sprechen kommen. Ich würde jetzt erstmal sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie viel Zeit wir haben. Wir werden jetzt mal uns reinsetzen in den Bus und werden das Ganze jetzt dementsprechend mal ein wenig vorbereiten. So, wo ist mein Tracker R? Wo ist mein Tracker R? Schon wieder nicht hier. So, jetzt ist mein Tracker R da. Wundervoll, dann ja, würde ich sagen, erstmal alles anschmeißen hier. Ticketer startet. Ah, das ist ein schöner Bus. Oh, System Pressure, okay. 5 Minuten haben wir noch, ist ja perfekt. So, nee, wir brauchen erstmal Ziel. Nee, wir brauchen Linie Kurs. Sind heute auf der 304 unterwegs. Und das Ganze auf der Route 2. So, dementsprechend wollen die Leute schon einsteigen. Dann kommt doch mal rein hier. Hey, Driver. Boop. Achso, 1, 2, 3, 4. Okay. Und du hättest gern 4,50. Warte mal, jetzt mal gucken. 4,50. 4,50. Wakey, wakey, wakey. Ja, du kriegst doch dein Ticket. Chill doch. Thank you very much. So, ja, bitte. I could have, the ticket, du würdest... make this journey, but also later on in the day I can also make other journey. Bitte schön. Different journey later on in so, wir müssen den Motor starten, deswegen piept der jetzt so die ganze Zeit. Ah, ja, toll. Der wird jetzt wahrscheinlich eine ganze Weile piepen, bis wir hier losfahren. Ja, sonst ist der Bus natürlich ein bisschen zusammengemoddet. Ja, danke da nochmal an den Malte, der uns das Ganze hier zusammengebastelt hat. Der Bus, der hat eine Start-Stopp-Automatik drin, die werden wir nachher hören. Jetzt ist das Piepen weg. Genau, Motor läuft jetzt warm. Wir können jetzt hier schon mal die Lichter, Scheinwerfer hier anschmeißen. Dementsprechend sollte jetzt hier auch alles dran stehen. Genau, 304, Once Bus Station oder Bus Station. Alexander Dennis Logo hier unten dran, ne, sehen wir, also Branding Patches drauf. Und hier sehen wir auch zum Beispiel auch Smarten, ne, Once. Das Ding könnt ihr, das Repaint könnt ihr auch runterladen. Wie gesagt, das Setting, so wie es jetzt hier ist, aktuell nicht. Das müsst ihr euch dementsprechend ein bisschen einstellen. Das Ganze funktioniert ja über diese CTI-Datei, ne, wo ihr Sachen an- und ausschalten könnt. Genauso wie bei den Payware-Bussen halt auch. Ist ein bisschen umständlich. Natürlich wäre es schöner gelöst, wie bei der M1-Stadtbusfamilie, dass man hier irgendwie so einen Monitor irgendwo an der Decke klatscht und dann dementsprechend das Ganze einschaltet, aktiviert, deaktiviert. Aber nun gut. Soll jetzt dementsprechend jetzt, oder ist jetzt dementsprechend jetzt nicht dabei. Die Fahrt dauert so um die 20 Minuten. Es gibt Fahrten, die gehen ja auch um 50 Minuten und so weiter und so fort. Also ich habe da einiges zu fahren in Smarden. Aber die Karte hat es wirklich echt in sich. Also das ist... Holy shit, das ist wirklich... ich bin hier in Schwitzen gekommen. Und ich gestehe auch, wir hatten ein paar Unfälle. Aber naja, gut, was willst du machen, ne? Wenn du die Karte nicht kennst, erstmal fährst und sowas, ne?
Und denn natürlich nicht zu vergessen, das Ganze, dass das hier mit der Kollision ist. Es sind insgesamt zwei Stellen. Das ist einmal nachher an irgendeinem Torbogen. Ja, da ist eine unsichtbare Wand, da knallst du permanent gegen, in beiden Richtungen. Ja, du hast zwei Eingänge, also zwei, du hast einen Eingang und einen Ausgang an verschiedenen Positionen und beide, ja, knallst du wirklich gegen. Und dann hast du halt nochmal einmal an der Station Komet, da ist auch irgendwo eine unsichtbare Wand und da knallst du dann auch gegen. Super ärgerlich, ja, wenn du dann wirklich schon dir richtig Mühe gibst, ja, das mal gerade ganz gut lief und auf einmal fährst du gegen eine Wand. Na, ist ein bisschen schade, aber kann man nicht ändern. So, ich würde sagen, Tür zu, Abfahrt. Nein, wir bräuchten vielleicht noch einen Gang, das wäre natürlich auch noch sinnvoll, ohne Gang fährt sich schlecht. So, Handbremse sollte dann auch noch raus. Jetzt zieht er hier los. Ja, ja, meckert nicht mit mir. Immer hier dieses Gezanke und Gemeckere. Also ihr seht schon, ne? Es ist echt. Ich rolle hier lang nur, ja? Also ich drücke nicht mal ein bisschen Gas hier. Und das ist schon die kleinere Variante von dem Enviro. Es gibt noch eine längere. Das ist die 8,9 Meter Variante, die wir hier fahren. Und ja, das ist schon ein bisschen heftig hier. So, wir müssen Gott sei Dank hier nicht abbiegen. Und die Zeit läuft. So, jetzt hört er, Motor ist aus, Startknopf ist an. A die rider, please. Alright, return ticket, please. Ah ja, warum hast du jetzt das Geld nicht genommen? Alles klar, so, du hast jetzt, ach komm. Bevor ich jetzt hier wieder auf die Scheine wieder rumdrücke und mir das Ganze wieder hier abschmiert, lasse ich es denn doch lieber. So. Steht natürlich hier auch schön hier. Ist schon so eng hier alles und er steht hier mitten auf der Straße hier, parkt da oder sowas, keine Ahnung. Hier gibt es noch einen Fehler, hier fehlt, also ich sehe hier auf keinen Fall kein Haltestellenschild. So. Das ist auch eine fiese Stelle hier. Weil hier fährt die KI einfach, oder biegt die KI einfach rechts ab und du stehst dann da halt, du kommst nicht rum, weil die KI fährt dann auch nicht. Eieiei. Hier blendet die Sonne doch ein bisschen heftig. Wir werden jetzt hier auch voll Speed geben, weil wie gesagt, halt der Fahrplan ist zudem auch noch extremst eng.
Ich finde es halt leider ein bisschen unrealistisch, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob es da drüben halt wirklich so ist, aber bei uns hast du, da kommt die Fahrbahn, ja, und dann hast du dazwischen ja diese Sicherheitsmarker, diese, ach, ich frage mich jetzt nicht, wie die jetzt hier heißen. Ich bin zwar Autofahrer hier, aber keine Ahnung. Diese komischen Pfosten, die da mal rumstehen, ja. Und dann kommt eigentlich erst in der Regel. Und dann kommt eigentlich erst in der Regel dann die Hecke. Und hier hast du ja halt gleich die Hecke. Ne? Also gleich neben der Straße. Ja, es macht sich ein bisschen. Das ist in meinen Augen nicht wirklich realistisch. So. Can I have a return ticket, please, driver? Die wollen auch immer ein Ticket kaufen, wa? Ja, dann hast du schon so ein bisschen so deine Schwierigkeiten halt so britisch zu fahren halt, linke Seite und alles was, ne? Dann hast du natürlich auch noch so eine Challenge-Karte, ja, das ist schon, sind so Faktoren, die haben schon echt in sich. So. Single, please. Return, come on, my idea. Ach Leute, immer diese Tickets kaufen hier. Alright, return ticket, please. Und ich sage, das ist Aldi. So, kommt da rein. Just a single, please, mate. Single. Das mache ich leider wieder so, wegen dem. A single ticket, please. Oh. Da wollen wir mit offene Tür fahren. Das geht so nicht. Genau. Du kommst an manchen Stellen gefühlt auch echt nicht vorbei, ne? Also es ist.
Es kommt halt auch noch dazu, dass ich manchmal so das Gefühl habe, hat der Map hat sich ein bisschen unterschätzt. Und stell dir mal vor, du müsstest jetzt hier die ganze Zeit immer die Kameras hin und her schalten. Ey, das würde mir richtig auf den Senkel gehen. Gott lobe Track AR wirklich. So, Day Ticket. Oh, komm. Immer schön daneben jetzt getitscht. Can I have a day pass, please, driver? Genau so eine fiese Stelle, genau. Wenn jetzt nämlich ein Auto von vorne kommt, hast du ein Problem hier. Ihr müsst jetzt auch alle in der Kurve kommen, wa? So, hier will keiner raus, alles klar, dann geht's weiter. Oh, und wieder den Bordschirm mitgenommen. Du merkst es ja immer schön im Lenkrad, denn ja, wenn du wieder den Bordschirm schon geschliffen hast. Achso, aber natürlich gibt es natürlich noch zu zeigen, was ziemlich cool ist. Siehst du, das habe ich beinahe vergessen, weil ich so konzentriert bin hier mit der Karte. Thanks very much. Can I have a return, please? Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt sieht. Wir hatten ja vor einiger Zeit mal so ein kleines, in den News so ein Vermerk gehabt, dass ihr an einer Aktion mitmachen könnt, teilnehmen könnt. Guckt mal hier. Die ÖPNV-News in einem britischen Bus hier drinnen. Ja, das ist eine relativ coole Sache. Wir haben da mitgemacht an der Ausschreibung von Technos-Servers. Dementsprechend, sind wir jetzt hier verewigt. Erstmal für ein paar Wochen. Bis das Ganze dann wieder abgelöst wird. Also man kann hier auch mehrmals teilnehmen. Das Ganze läuft wohl über so einen Server. Hat wahrscheinlich gerade auch der Techno-Server. Der wird es wahrscheinlich da irgendwie machen. Und der Bus, der spielt das so praktisch dann ab halt. Und wie gesagt, wir haben damit teilgenommen. Einfach mal so aus Jux und Laune. Und siehe da. Werbung ist drin. Coole Sache, wenn ihr mit einem ÖPNV-News-Bus fahren möchtet, dann, wie gesagt, der ist kostenlos. Das kommt ja auch noch dazu. An der Stelle ein großes Dankeschön. Ja, das ist eine coole Sache. Finde ich persönlich richtig nice. Alright, Zählreise, please. Return, please. Ja, ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Vielen, vielen Dank. Muss gestehen, anfangs war ich noch so ein bisschen, wo ich nicht wusste, na, wie könnte man die News am besten. Oder könnte man das Bild halt am besten machen? So, normalerweise fahrt ihr jetzt. Aber warte mal, es war anders. Ich musste hier auf dem Bordchen rauffahren. Das ist zum Beispiel sowas, was ich meine. Ja,
Ja, noch weiter zurück fahre ich jetzt nicht. Schon Schamhaaresbreite hier. Ja, das ist zum Beispiel sowas, was ich meine, ja. Das ist dann tatsächlich echt nicht gut umgesetzt worden. Genau, jetzt kommt da schon das nächste Auto. Und er hat so viel Platz, er könnte jetzt hier ohne Probleme fahren. Fährt nicht. Ja, was soll ich machen? Augen zu und durch. Genau, dann hast du nämlich auch sowas hier. Er fährt einfach rein, ohne zu gucken. Das sind Stellen, die kann Omsi halt einfach nicht. Der kann nicht abschätzen, so, okay, da kommt ein Bus, ich muss warten oder sowas. Ja, also brauche ich das sowas nicht einbauen. Wenn ich doch weiß, dass Omsi das nicht rafft. Dass er zum Beispiel beim Bus halten muss oder sowas. Ne, also dann baue ich das was erst gar nicht mehr ein. Ich meine, so enge Straßen kann man gerne reinbauen, ja. Aber halt ohne, dass da jetzt zum Beispiel KI-Verkehr fährt. Ne, dann ist das ja alles in Ordnung. Wenn du halt parkenden Autos zum Beispiel ausweichen musst oder sowas. Aber wenn da jetzt auch noch Autos in reinfahren, zumal wenn du da drinnen bist, du hast keine Möglichkeit, irgendwie ansatzweise auszuweichen. Also es bedeutet, du müsstest den, ja, den ganzen Weg rückwärts wieder rausfahren. Das macht überhaupt keinen Sinn. Keinen Sinn macht das. So, das, ja, würde ich rauspatchen, wenn ich der Content Creator wäre. Der Content Creator von der Karte wäre, würde ich das rausbauen, ja. Boah. Müssen wir abbiegen. Genau, jetzt kommen wir hier zu diesem Southgate Tower. Und hier ist die erste unsichtbare Wand. Ne, man sieht schon schön, ne? Was uns hier erwartet. Da kommt der Kollege von vorne. Der kommt natürlich ohne Probleme durch. Wir allerdings nicht. Deswegen, also es ist hier drinne. Und jetzt würdest du gegenfahren. Wenn du jetzt die Dings anhättest. Versuche ja trotzdem so realistisch wie möglich zu fahren halt, ne? Auch wenn es nicht immer klappt. Wie gesagt, das ist jetzt gerade mit den parkenden Autos. Wie gesagt, aber das sehe ich nicht als Fehler von meiner Seite aus, sondern das ist Fehler von Omsi. Fehlende Verständnis. Dass er gar nicht weiß, dass da jetzt ein Bus kommt und er dementsprechend jetzt gar nicht mehr in die Straße reinfahren braucht, ne?
Okay, ich habe gerade einen anderen Plan, weil zum Komet geht es jetzt nämlich links rum. Okay, LM rot. Irgendwas stimmt hier gerade allgemein nicht. Was steht denn da nochmal Southgate Towers dran? Wird wahrscheinlich. Irgendwas hat. Ja, da wird mir wahrscheinlich hier gerade mein Plan hier gerade einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Southgate Tower, genau. Das muss ich jetzt mich entschuldigen. Da habe ich mich jetzt viel zu doll jetzt hier gerade auf meinen Dix hier konzentriert hier auf. Auf mein BBS verlassen. Ich muss auch dazu gestehen, dass ich auch eine komplett andere Route im Kopf hatte. Und normalerweise fährst du erst noch zum Komet und hättest dann wieder zurückfahren müssen. Wieder über die Watson-Dings da. Das Stadion, Station-Dings, Stadion. Und zum Station, genau. Da habe ich mich jetzt leider ein bisschen verplant. Soll uns aber nicht stören, wir haben es ja elegant gelöst, das Problem. Es war natürlich wieder eine schöne Verspätung jetzt drin, aber soll uns jetzt egal sein. Wie eng das ist hier. Guck mal, der Spiegel. Also, Spiegel wäre definitiv ab. Hier würde. Die Verkehrsbetriebe würden hier nie einen Bus durchschicken. Nie. Good day, driver. Return, please. Return, please. Single, please. Single, please. Schade, wir haben leider Mr. Bean nicht gehört. Jetzt habe ich die Stimme von Mr. Bean bei. So, wir müssen jetzt nach rechts, meiner Meinung nach, ne? So, jetzt hast du hier nämlich noch die Busstation. Genau, dieses Lombard. Laufen da jetzt alle? Ja, das ist jetzt. Oh. Hier sehen wir, ne? Lombardhaus. Jetzt kommt Boots D. Da haben wir E. Keine Ahnung, was der hier macht. So, auf jeden Fall sind wir jetzt aber auf dem richtigen Weg hier.
Den musste man am Ende natürlich nochmal richtig schön übertreiben hier. Das sind auch sogar alles parkende Autos hier. Also stehende Autos, ja. Weil die KI wieder nicht rafft, dass es hier weitergehen soll. Und jetzt kommt auch noch ein Kollege von vorne. Genau. Oh mein Gott. Ja, gut, den hätten wir jetzt sowieso geschliffen. Also teilweise hier echt viel zu eng, total unrealistisch. Ja, also schade. Karte hätte wirklich Potenzial gehabt, wenn man es fair auf jeden Fall machen würde. Das, wie gesagt, ist nicht fair. Das müssen wir ganz kurz gucken. A6 brauchen wir. Wo ist A6? Ah ja. Schön, dass hier nirgendwo A6 dran steht. Dann halte ich einfach hier vorne. Ja, das, wie gesagt, ist auf jeden Fall die Karte Smarden Fiktional. Was soll ich euch sagen? An sich die Karte nett gestaltet. Viele, viele Fehler habt ihr aber gesehen. Naja, ich habe Feierabend. Wie gesagt, viele, viele Fehler drin. Also Update definitiv. Any chance you're gonna give me a ticket, mate? Or shall I just stand here for the whole journey? Lovely. Cheers. Just a single, please, mate. Du gehst dann auch mal den Kopf weiter runter, dann weißt du? Ja, da sehen wir auch noch, ne? V3D Studios. Keep up to date. Ja, genau. Also, wie gesagt, auf jeden Fall muss an der Karte gemacht werden, wenn man daraus mehr machen möchte. Straßen, wie gesagt, zum Beispiel der Stelle da, wo wir das erste Mal da durch die Autos durchfahren mussten, die müssen auf jeden Fall muss weggenommen werden. Da dürfen keine Autos durchfahren. Mein Gott, ist das laut. Ja, sehen wir wieder, ne? ÖPNV News. Vielen Dank, Technoservice, dafür. Ziemlich coole Sache. Ist schon schön. Ist schön. Ja, wieso wollt ihr jetzt alle noch ein Ticket? Aber ich glaube, wie gesagt, ist eh alles gesagt worden. Von daher werden wir die Folge jetzt hier dementsprechend jetzt beenden. Hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schreibt es gerne in die Kommentare. Und sonst würde ich mich freuen, wenn wir uns zum nächsten Part OMSI 2 hier wiedersehen auf ÖPNV-Simulation mit mir, dem Bio. Ich verabschiede mich, bedanke mich und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.